Herzlich willkommen zu meinem Video PHP Server Portable installieren. So schnell geht's mit den Kosten Laragon. Du kennst sicherlich schon PHP Server, du kennst vielleicht die Gesamtvariante. Und hier geht es aber darum, diesen Laragon Webserver Portable herunterzuladen, zu installieren. In einem anderen Video habe ich dir schon etwas mehr über Laragon erzählt, nämlich die Installationsvariante. Ich würde dir mal empfehlen, das anzuschauen. Da gehe ich ein bisschen mehr auf die Oberfläche ein und so weiter. Jetzt geht es einmal um die Installation. Ich klicke hier auf Download. Habe hier mehrere Varianten und hier habe ich die Portable Version. Portable Version hat den Vorteil, dass ich sie eben herunterladen kann, dann praktisch entpacken kann und dann an der Stelle, wo ich sie habe, dann im Prinzip dann schon verwenden kann, unabhängig davon, welche anderen Programme auf dem Computer installiert sind. Läuft sozusagen theoretisch auch auf dem USB-Stick. Gut, ich klicke daher, lade das mir jetzt mal runter. Ich schaue jetzt in das Verzeichnis, wo ich es runtergeladen habe. So, ich bin jetzt hier in den Orten, wo ich es runtergeladen habe. Hier habe ich diese Datei und sie hat das 7Z-Format. Das ist so etwas ähnliches wie ein ZIP-Format. Der Punkt ist der, ich kann das normalerweise unter Windows nicht so einfach entzippen. Man sollte vorher das Programm 7Zip sollte man installiert haben, ist auch gratis, kann man runterladen. Ich habe dazu auch schon ein Video gedreht. Ich verlinke das hier unten dann in der Videobeschreibung, da kannst du dann nachschauen. Ich gehe jetzt also hierher, rechte Maustaste, 7Zip, das Programm habe ich installiert, muss ja auch noch für sich nur noch entpacken nach Laragon nehmen. Ja, und es ist entpackt, ja, und schon habe ich den Server hier zur Verfügung. Und die Datei, die ich hier jetzt starten muss, mit einem Doppelklick drauf, ist an und für sich hier Laragon Exe. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, kann ich diesen Server schon starten. Bevor ich den Server starte, mache ich hier mal rechte Maustaste, gehe auf Preferences, ich habe hier alles hier auf Englisch, stelle mir dann hier German ein. Jetzt habe ich das Ganze in deutscher Oberfläche, du siehst hier ist schon der Pfad eingetragen, dann zu dem Ordner www, das ist der Ordner vergleichbar mit htdocs bei XAMPP, also dort muss ich dann meine PHP-Dateien hineingeben. Wenn ich Probleme hätte, könnte ich hier noch Einstellungen vornehmen. Ich mache mal das X hinein. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste Tools nehme, kann ich hier zu den Umgebungsvariablen gehen und da wähle ich mir Add Laragon to Path. Wenn es bei PHP Probleme gibt, wurscht welcher Server das ist, auch gesamt, dann hängt es meistens mit den Umgebungsvariablen zusammen. Ich klicke auf Add Laragon to Path. Dann werden diese Umgebungsvariablen, das heißt der Pfad hin zu PHP und so weiter, wird dann Windows mitgeteilt. Den Server kann ich hier starten und beenden, wenn ich hier draufklicke. Und wenn ich hier jetzt Schwierigkeiten hätte, das zu machen, dann kann ich das Problem dann dadurch lösen, dass ich den Computer neu starte. Denn dann werden diese Umgebungsvariablen dann ganz sicher eingetragen. Ich probiere das jetzt hier mal. Wenn ich jetzt hier auf Web drücke, also klicke, dann springt er mir genau zu dieser Localhost-Seite, von der aus ich dann all die anderen Webseiten dann eingeben kann. Also Webserver funktioniert insofern. Nochmal zur Kurzinformation, zurück zur Benutzeroberfläche. Wenn ich dann Server anhalten möchte, klicke ich dann hierher und damit ist der Webserver dann im Prinzip gestoppt, beziehungsweise wird dann auch die Oberfläche, wenn ich hier dann draufklicke, dann wird sie minimiert. Ich wechsle nochmal zu diesem Ordner zurück. Hier bin ich jetzt im Laragon-Ordner und all die Webdateien, die ich hier hineingeben möchte und abspielen möchte, auch JavaScript und so weiter, HTML-Dateien, muss ich hier in diesen www-Ordner geben und das entspricht dann diesen htdocs-Ordner bei XAMPP. Ja, so schnell geht's mit dem portablen Installieren. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, hier im Webserver, wenn es Probleme gibt, rechte Maustaste, dann auf Tools, Umgebungsvariablen und Add Laragon to Path und neu starten, falls es nicht funktionieren sollte. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann sicherlich wieder in einem nächsten Video.